So, jetzt aber Lektion 231. Vater, ich will mich nur an dich erinnern. Und es steht heute noch auch, was ist die Erlösung im Übungsbuch? Und beschrieben ist, es ist ein von Gott gegebenes Versprechen, dass du deinen Weg schließlich zu ihm finden wirst. Erlösung ist Aufheben in dem Sinne, dass sie nichts tut und die Welt der Träume und der Bosheit nicht unterstützt. Und genau, ein Altar für den heiligen Namen Gottes, vor den die Gaben deiner Vergebung hingelegt sind, mit der Erinnerung an Gott nicht weit dahinter. Und wir können so die Liebe, die wir suchen in der Welt und wo ja auch ganz viel Unvergebenes so mit verwoben ist, wie meine Eltern haben mir nicht genug Liebe gegeben und. Diese Liebe, die können wir nur in Gott finden, die können wir nur in uns finden. Das wird hier im Traum nicht möglich sein, weil wir es in uns tragen, weil es da draußen mein Geisteszustand ist. Und wenn ich das nicht in mir erfahre und mich in mir unvollkommen fühle, werde ich da draußen auch nur Unvollkommenheit sehen und erfahren können, weil es meine Leinwand ist. Und die Lektion heute, Vater, ich will mich nur an dich erinnern. Und es steht hier, wonach könnte ich suchen, Vater, als nach deiner Liebe? Vielleicht denke ich, dass ich nach etwas anderem suche, nach einem etwas, dem ich viele Namen gab. Doch ist deine Liebe das Einzige, was ich suche oder jemals suchte. Denn es gibt sonst nichts, was ich je wirklich finden wollen könnte. Gib, dass ich mich an dich erinnere. Wonach sonst könnte ich verlangen als nach der Wahrheit über mich selbst? Und wenn wir so Momente erfahren der Vollkommenheit in uns, dass wir so geliebt sind, dass wir unsere Quelle nie verlassen haben, sondern dass wir so in Liebe verbunden sind und dass es alles in mir und in jedem wirkt die ganze Zeit, einfach ohne zu kämpfen, sondern in der frohen Erwartung, wiedererkannt zu werden, erinnert zu werden. Es ist ja eine Erinnerung, die hier passiert. Dann können wir hier sein und dann sind wir angstfrei, weil wir wissen, wir müssen uns nicht so verhalten, dass wir da aus Angst, dass wir irgendwas da draußen verlieren könnten. Weil es gibt nichts zu verlieren, weil wir in uns vollkommen sind. Und dann tauchen wir mehr und mehr auf in unserer Funktion, weil wir wissen, es geht nicht darum, was zurückzubekommen, sondern uns einfach für einen Moment hier zu schenken. Und dazu brauche ich diese Erfahrung, wo heute die Lektion ist, Vater, ich will mich nur an dich erinnern. So. Weil nur das mich wirklich sicher macht, weil nur das mir wirklich den Moment schenkt, dass ich aufhöre zu manipulieren, zu taktieren, sondern mich einfach tief führen lasse und in dem auftauche. Und das in jedem Moment neu. Und das ist ja unsere größte Sehnsucht. Und wir werden auch nicht im tiefen inneren Frieden sein und angstfrei, wenn wir noch Illusionen unserer selbst aufrechterhalten, dass wir doch verletzlich sind oder irgendjemand da draußen oder dass es gefährlich ist, ganz aufzutauchen, all diese alten Ideen, mit denen wir uns ja immer wieder in Kleinheit oder auch in Größenwahn begeben, wollen einfach als Illusion erkannt und aufgelöst werden.
Und es ist ja auch immer wieder das, was Vergebung will. Wir sind so erlöst, wir sind das ja alles schon. Und die Erinnerung daran, es ist so ein Geschenk. Und es ist jetzt so Zeit, wirklich alle Illusionen hochkommen zu lassen, so, und alle verdrängten Sachen. Und uns mit dem Heiligen Geist anzuschauen, mit unserer inneren Führung, mit Gott sich das anzuschauen, mit Jesus, weil da die Instanz in uns ist, die uns zeigen kann, dass wir das alles nicht sind. Wir sind das ja nicht, wir sind ja nicht die Vergangenheit, ich bin nicht meine Muster, ich bin nicht meine Konditionierung, meine Moral. Das habe ich mir irgendwann alles zugelegt, um mich hier scheinbar zu orientieren, weil ich vergessen habe, dass das, was ich hier sehe, was ich erfahre, mein Geisteszustand ist, dass ich am Projizieren bin. Weil ich vergessen habe, dass es ungefährlich ist, mich in Gott zu erinnern und den Moment einfach nur noch Liebe auszudehnen. Und es ist jetzt gerade echt so möglich und ich wünsche uns das allen so, dass wir das mehr und mehr gerade erfahren. Und so eine Leichtigkeit da drin, sorry, so eine Leichtigkeit da drin, dass jetzt schon wieder alles neu ist und dass jetzt schon wieder alles da ist und dass es so eine Freude ist und dass es so eine Freude ist, wenn wir einfach auftauchen und egal an welcher Stelle wir gerade sind, scheinbar, ob wir Unterstützung brauchen, ob wir egal, dass wir einfach alle Mauern weglegen und sagen, ey, hier, wow, Gott, ich will mich an dich erinnern, ich will nicht länger Angst vor dir haben und Angst vor mir selber so gesehen. Und Vater, ich will mich nur an dich erinnern. Dies, mein Bruder, ist dein Wille. Und du teilst diesen Willen mit mir und auch mit dem einen, der unser Vater ist. Dich an ihn zu erinnern, ist der Himmel. Dies suchen wir. Und nur dies wird uns gegeben sein, zu finden. Und schon wenn ich das lese, ist so viel Licht gerade in mir an. Und das ist so, weil wir so aufhören können. Wir können immer mehr aufhören, uns gegenseitig anzugreifen, Urteile. Es ist so, Kleinheit, unsere Kleinheit zu halten. Es ist so out, wie es ist out. Unsere Kleinheit zu halten, so. Wir warten die ganze Zeit, dass da draußen sich was ändert und es kann nur in mir passieren. Es ist mein Geisteszustand, den ich da draußen sehe. Und wenn ich mir Freude, Erfüllung, Liebe wünsche, dann kann ich nur in dem auftauchen, dann kann ich das nur teilen. Und in dem bekomme ich eine ganz andere Sicht. Ich sehe das Licht in allen und um alles herum immer mehr. Und natürlich ist das immer noch innerhalb dieses Traums und doch steht im Kurs, hey, dann bist du einfach so, dann bist du auf einem guten Weg für dich, weil du merkst, dass sich was verändert, die ganze feste Form, löst sich mehr und mehr auf. Du triffst Leute und mit denen vorher noch irgendwie Stress war und da ist einfach nur noch Liebe und erkennen. Und ja, es ist so ein Geschenk, so ein Geschenk. Und das wünsche ich uns allen heute, dass wir wirklich so bereit sind zu sagen, ja, hier, ich will mich nur noch an dich erinnern und in dem bin ich bereit, nochmal tiefer loszulassen von allem, wofür ich mich und alle anderen hielt, um wirklich zu sehen, ey, wie erlöst wir sind, wenn wir Vergebung anwenden und dass Gott immer da ist, wenn wir wirklich sagen, okay, ich will nicht mehr recht haben mit allem. Und
Ich wünsche uns einen wundervollen Tag.